Der Auftakt ins neue Jahr verlief alles andere als geplant für den Club. Die 1:2 Heimniederlage gegen Paderborn war ein Dämpfer für die Mannschaft, der schnellstmöglich wieder korrigiert werden soll. Dafür wurden die Fehler aus dem Paderborn-Spiel eingehend analysiert und im Training die Intensität nochmal gesteigert. Wir wollten auf jeden Fall mit dem Sieg ins Jahr starten, das ist uns nicht gelungen. Ist auf jeden Fall bitter, so zu starten. Wir wollen jetzt alles wieder gut machen. Wenn wir jetzt 3 Punkte holen, glaube ich, ist es auch okay. Und ich glaube, wir haben es relativ schnell abgehakt. Jeder will sich zeigen, jeder brennt. Ich glaube, jeder ist bereit. Und jetzt auch ein guter Konkurrenzkampf da. Und ich glaube, das hat man heute auch gesehen und das sieht man auch jeden Tag im Training. Und ich glaube, so werden wir bereit sein am Wochenende. Und unter der Woche sollte man auf jeden Fall diese Körner sich holen. Gerade im Mittelfeld und der Offensive ist der Konkurrenzkampf groß. Ohne die aktuell Verletzten kämpfen mehr als ein Dutzend Spieler um 6 Positionen vor der Abwehrreihe. Unter anderem auch Thailand Duma, der seit knapp einem halben Jahr das Clubtrikot trägt und mit 17 Einsätzen in der Liga durchaus zufrieden sein kann. Im Großen und Ganzen eine gelungene Hinrunde für mich. Es war nicht so leicht. Ich kam mit einer schwerwiegenden Verletzung, die echt nicht leicht war für mich. Und deswegen habe ich auch die ganze Vorbereitung verpasst. Und danach immer rangekämpft. Ich glaube einfach, dass wir eine gute Mannschaft haben und gerade auch auf meinen Positionen gute Spieler und deswegen großer Konkurrenzkampf da ist. Aber ich habe mich akklimatisiert. Ich habe mich hier an den Fußball gewöhnt. Ist auch einfach ein anderer Fußball als in Dortmund gespielt, der gespielt wird hier. Auch 2 Ligen höher, das ist auch eine andere Intensität. Aber ich musste mich daran gewöhnen und ich glaube, das habe ich die ersten 6 Monate gut hinbekommen. Rund 30 Kilometer entfernt von Düsseldorf ist Duman aufgewachsen, im niederrheinischen Mörs. Nach 6 Jahren beim MSV Duisburg wechselte er 2012 zur Fortuna, wo er 4 Jahre später sein Profidebüt feierte. Auch deshalb wird für ihn das Duell emotionaler sein, als vielleicht für manch anderen. Es ist ein besonderes Spiel, weil es eben dort ist. Ich denke, meine Familie wird da sein, wenn es erlaubt sein wird. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und alte Bekannte wieder treffen und eigentlich auch gute Erinnerungen da gehabt. Viele, viele positive, viele gute Menschen kennengelernt und darauf freue ich mich. Zwar trifft Duman bei seiner Rückkehr auf nicht allzu viele bekannte Gesichter, dafür aber auf einen angeschlagenen Gegner. Von den letzten 8 Ligaspielen konnte die Fortuna nur eines gewinnen, steckt inzwischen tief im Keller der Tabelle fest und liegt entsprechend hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Doch gerade das könnte es für den Club und Rückkehrer Duman gefährlich machen. Ja, auf jeden Fall ein intensives Spiel wird es. Ich glaube, die haben viel Druck auch von außerhalb, auch wenn nicht so viele Fans da sind, aber ist kein kleiner Verein, deswegen. Ich glaube, uns erwartet einfach ein richtig intensives Spiel, viele Zweikämpfe, vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Aber ich glaube, wir sind gut gewappnet und wir sind bereit. Im Hinspiel feierte der 24-Jährige übrigens sein Startelfdebüt für den FCN und konnte den 2:0-Sieg hautnah miterleben. Es war im 4. Spiel der 3. Erfolg gegen Mannschaften seines ehemaligen Vereins. Ein 4. Sieg darf am Freitag gerne dazukommen.